So, pass auf, ich heile einmal, weil es halt sein muss, schnell alle durch. Wir können auch neue Belieber kaufen. Wir sind ja, ne, das ist jetzt hier nicht wie bei armen Leuten. Das geht schon. Und wir sind ja auch immer noch über 20. Also da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass die nicht reichen könnten. Aber ärgerlich ist es. Das auf jeden Fall. So, 1, 2, 3, 4. So, alle wieder super. Dann können wir gucken, haben wir... Nee, haben wir noch nicht. Will ich mir das wirklich antun? Ja, doch, eigentlich schon. Hä, schwimmt das rückwärts? Warum schwimmt das... Warum schwimmt das rückwärts? Verstehe ich nicht. Und dann bin ich erstmal wieder im Lurk. Vielen, vielen Dank für deinen Lurk-Support und dir auch wunderschöne Feiertage. Ne? Genieß das mit der Familie und lass dich schön beschenken. Ist ja klar. Bis bald. So, der Volltreffer kam super. Okay, Angriff steigt. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Ciao, ciao. Ja? Ja? Nein! Solange es nichts anderes macht, bin ich glücklich, aber es ist schon riskant. Schon riskant. So, bitte, bitte bleib drin. Bitte, 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 bitte. Bitte. Das ging schnell. Keine Wirkung. Oh, ho, 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 wie geil. Wir sind halt gefühlt so gegen jede zweite Attacke einfach immun. Aus irgendeinem Grund, ich kann es mir nicht erklären. So, haben wir das auch. Vielen Dank, Pokéball. Bist ein ganz ein Feiner. Und du start Level up. Reicht es für die Entwicklung? Reicht das für die Entwicklung? Ich glaube nicht, ne? Sonst wäre es schon geschehen. Ich möchte irgendwie mal da zu dieser Steinformation. Da gibt es bestimmt auch Pokémon. Ich bin bloß neugierig, ich will nur ganz kurz gucken. Wir machen natürlich schon weiter mit unserem Plan. Und ich glaube, das hier ist erst wirklich interessant, wenn wir auch Wände hoch können, ne? Und das sieht halt leider nicht nach Pokémon aus. Andererseits, wir sollten ja auch hierher kommen und wovon sollten die überleben? Die müssen ja irgendwie was fressen. Hitzewelle, cool. So, hier kommen wir natürlich nicht hoch. So weit sind wir einfach noch nicht. War es das Richtige? Ja, es war das Richtige. Glückstreffer. Nehme ich noch schnell mit. Level... Oha, Level 39. Da müssen wir schon auf jeden Fall stärkere Geschütze auffahren. Okay, das können wir nochmal machen. Sollte reichen. Level 43 fangen, ne, ist nicht einfach. Das wissen wir alle. Und Felsgrab... Oh, zum Glück. Weil Felsgrab wäre sehr effektiv gegen uns. Toll. Waren wir beide nicht so auf der Höhe. Ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich würde an sich vielleicht gerne noch eine Tackle hinterher setzen, habe aber ein bisschen das Bedenken, dass die Tackle schon reichen könnte. Oder der Tackle eigentlich, ja. Aua. Komm bitte, bleib einfach drin. Gönn mir das. Wir waren heute eigentlich immer gut miteinander. Och nein. Ich meine, ich könnte mich auch einfach hochheilen. So ist es ja nicht, aber bleib doch bitte einfach in dem Ball. Bitte, 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 bleib drin. Oh. Ja, ich heile mich erstmal. Na gut. So, 50 KP. Oh, wir haben einen Hypertrank. Einen, aber immerhin. Und wie sie alle zuschauen.
diese sensationsgeilen Pokémon. Und ich riskiere es jetzt einfach. Bitte stirb nicht. Bitte, 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 bitte stirb nicht. Wäre wirklich nett. So ein Mini-Strich. Okay, genau so. Genau so. Viel besser können unsere Chancen nicht werden, außer es würde schlafen oder so. Eigentlich hätte Skellokrok auf seinem Weg zu der Entwicklung auch irgendwo Gena gelernt. Wahrscheinlich war es im Autokampf. Dann lernt sie Attacke nämlich nicht. Ich hätte das eigentlich schon ganz gern, weil es ist super praktisch, wenn der Gegner schläft. Und wenn das Pokémon, mit dem man halt eigentlich hauptsächlich arbeitet, alles machen kann. Weißt du, runterschwächen und halt Statusveränderung. Bitte bleibt... Ach komm, jetzt bleib doch endlich da drin. Was? Okay, ich glaube, Gegenstoß ist wieder abhängig von der... von dem eigenen KP-Stand. Je mehr einem selber abgezogen wurde, desto mehr Schaden macht man, könnte ich mir vorstellen. Oh, komm, bitte bleib einfach in dem Ball drin. Ich will doch nicht viel. Ich will doch nur eins von dir im Team haben. Leck mich am Arsch, das macht Schaden. Es könnte sein, dass wir das vielleicht sogar lassen. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte passieren. Weil mit seinem Gegenstoß, es kann einfach viel zu viel Schaden machen. Also es lohnt sich auch nicht, Skellokrok hier wieder zu holen. Da würden wir Beleber verplempern ohne Ende. One-Hit. Ja. Und das ganze Team darf halt auch nicht sterben. Ich hole Skellokrok trotzdem wieder. Einfach aus Prinzip. Weil ich glaube, mit so einem schwachen Pokémon fange ich ein viel stärkeres erst recht nicht. Ich bin so froh, wenn das rum ist. Wirklich, das ist schrecklich. Und ein bisschen hochheilen müssen wir es halt trotzdem. Das Problem ist bloß, wenn Skellokrok dann down ist, ne? Dann ist halt komplett vorbei. Andererseits, wir sind in keinem Trainerkampf, wir verlieren kein Geld, wir sind einfach nur beim letzten Pokémon Center, war es jetzt auch nicht so dramatisch wäre. Hatte ich nicht 100 Supertränke? Hatte ich nicht 100 Supertränke? Oder nee, da haben wir bloß 80 oder... Ach, keine Ahnung. Das haben wir gar nicht so doll gemacht. Nee, warte, hier nochmal Beutel. Da reicht jetzt ein normaler. Es dürfte Bonaira jetzt weghitten, meinetwegen. Genau. Wir müssen jetzt wirklich Glück haben und das mit ein, zwei Würfen schaffen. Wenn der einmal Gegenstoß macht, ist halt vorbei. Und ich glaube, dann würde ich trotzdem eher flüchten. Andererseits, dann müsste ich auch nicht zurückschwimmen. Es hat ja nicht nur Nachteile. Aber ich würde es halt wirklich gern fangen. Eins, zwei, ja bitte, ja. Das war gar nicht so einfach. Wirklich nicht. So, Biss darfst du lernen. Hast bestimmt auch noch irgendeine bekloppte Attacke. Hier Überflutung macht ja an sich... Ich brauche das nicht unbedingt. Ich belebe dann auch trotzdem das Team wieder, auch wenn es vielleicht ein bisschen unnötig ist. Ich weiß es ja, aber... Also nee, warte. Nee. Hat auch keine Entwicklung. Schön zu wissen. Oh Gott, 4 Beleber. Das Pokémon war teuer, im wahrsten Sinne. Und wir haben ja schon einen Beleber vorher verschwendet. Also, was heißt verschwendet? Verschwendet war es nicht, wir haben ihn ja gebraucht. Aber das war schon wirklich teuer. So, dann einmal hier. Ja.
War aus Versehen, Entschuldigung. Barmelin, lass mich in Ruhe. Kein Bock. Ich will hier noch ein bisschen mich weiter umgucken. Vielleicht kommen wir hier irgendwo gut auf die Rückseite. Ja, da müssen wir eigentlich mit dem Sprung hochkommen. Oder auch nicht. Keine Chance? Nirgendwo? Nee. Da kommen wir noch nicht hoch. Schade eigentlich. Ja. Was ist das da unten? Wie komme ich da runter? Okay, so. Das Ding ist, eigentlich will ich es nicht fangen, ich will Muschas. Aber schön, dass wir es im Pokédex haben. Das reicht mir. Die können also auch da unten sein. Ich muss also doch auch ein bisschen Richtung Meeresgrund schauen. So ein Muschas wäre halt echt cool. Das ist schon sehr geil gemacht. Gefällt mir tatsächlich sehr gut. Mir fehlt zwar auch auf der anderen Seite so ein bisschen das Angeln bei Pokémon. Habe ich tatsächlich auch mal relativ gern gemacht. Aber es ist eine gute Alternative dazu. So, hier gibt es glaube ich auch keinen Weg nach oben für mich, oder? Ja, nee. Ich würde voll gerne Meeresgrund sehen. Das wäre auch schön. Wenn man so an manchen Stellen wenigstens gucken könnte und da den Grund sieht, das wäre echt cool. So, das haben wir schon. Nee. Ganz bestimmt nicht nochmal. Was bist... Nein, geh weg. Nein, geh weg. Hier. Finneon. Oh, ich krieg's nicht anvisiert. Halt dein Maul. Halt dein Maul! Hau doch ab! Ich hatte es gerade anvisiert. Oh Mann, ich wäre gerade reingekommen und jetzt ist es weg, ne? Ja, natürlich. Du dreckiges. Och. Oh, Muschas. Hallo! Und da ist auch noch ein Finneon. So, dann können wir uns nämlich das Aushaus selber machen. Wir müssen nur aufpassen, Wasser-Pokémon, und die sind hier inzwischen wirklich ein ganzes Stückchen stärker geworden. Außer sie setzen Eisattacken ein. Das ist halt bei Feuer nicht so klug. Das ist ein Carpador, okay. Ich gucke immer so im Hintergrund, was hier noch rumschwimmt. Was ist das? Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Krabbenviech, was einfach rückwärts schwimmt. Warum schwimmt das rückwärts? Och, mach doch jetzt nicht diesen. Ja, ist klar, du hast einen Schutzschild. Das ist ganz toll, wirklich. Ich kann mich vor Freude kaum halten. Du bist so toll. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, noch ein Angriff. Wenn es ein Volltreffer ist, ist das Muschas weg. Aber ich glaube, wir kriegen hier auch noch eins. Muschas sollte nicht so selten sein. Weiterhin behalte ich natürlich auch das Finneon im Auge. Würde ich gern direkt als nächstes holen. Ich riskiere es, ne? Zur Not muss ich halt einen Belieber einsetzen, mein Gott. Ja. Nice. Danke, Pokéball. Eine Muschasperle. Schön. Seit wann haben die sowas dabei? Ich hätte viel mehr davon getötet. Aus reiner Habgier. Komm hier. Einmal ganz schnell. Das Finneon. Aushaus, nein, danke, hat sich schon erledigt. Aber wirklich lieb, dass du trotzdem da bist. Finneon, komm, lass dich anvisieren. Da schmeiße ich einfach meinen Pokéball mit dem Feuer-Pokémon ins Wasser. Ich bin super klug. K-L-U-K. Umgibt sich mit Wasser super, super. Kannst du machen. Stört mich jetzt per se nicht unbedingt. Okay, ich kann...
Okay, vielleicht kann ich doch noch zweimal angreifen und richtig runterbuttern. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Nee, kann ich nicht. Außer es heilt sich jetzt wieder mit irgendwas. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Verdammt, ich hätte es nicht riskieren sollen. Ist nicht schlimm, da schwimmen noch mehr davon. Also das kriegen wir auf jeden Fall. So, das ist auch ein bisschen schwächer. Da darf ich jetzt recht nicht viel mal angreifen. Aber da weiß ich es wenigstens. Oh, ich glaube, da darf ich nicht mein drittes Mal angreifen, weil wir gerade ordentlich Damage gemacht haben. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Und es ist gar nicht so widerspenstig wie andere Pokémon. Es könnte ja auch einfach mal ein Ball bleiben. Bitte. Komm, bleib drin. Ja? Ja? Ja. So ist gut. So gefällt mir das Fight. Ein Flügelfisch-Pokémon. Aha, aha. Oh, der rosane Teil kann leuchten? Das würde ich voll gern sehen. Das ist bestimmt cool. Gibt es davon eine Vorstufe? Davon gibt es safe eine Vorstufe. Deshalb lasse ich das. Ich gucke erstmal. Da gibt es ganz bestimmt eine Vorstufe. Das Ding ist, die sind super lästig. Weil die halt sauschnell sind und die kommen dir in den meisten Seen und Gewässern echt oft hinterher. Das ist so das Taurus des Wassers. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da können wir bestimmt sehen, ob das... Ich würde fast auf Picuda tippen, aber dann wäre es ja da, ne? Dann würde es das zum Picuda anzeigen. Vielleicht ist es auch eigenständig. Kann sein, ich weiß es gerade nicht. Aber dann können wir es woanders vielleicht mit einem anderen, niedrigeren Level. Ich muss mich jetzt echt nicht mit dem anlegen. Leveltechnisch ebenbürtig. Und dann halt Wasser gegen Feuer ist nicht so geil. Ich schätze mal, der hat eine Entwicklung. Also nee. Ach doch, das zeigt's an. Weil hier 68, 72... Es hat eine Vorstufe. Und Eisenrad vielleicht ja auch. So, dann lass mich mal in Ruhe. Tschüss. Brauche ich nicht. Wenn man so vorbeirast, ist es echt schwierig zu gucken, ob einem das Pokémon bekannt vorkommt oder nicht. Kann ich... Ich kann hier auch an Land gehen. Im Yachthafen. So wie es sich für mich auch gehört. Der geht einfach Gassi mit seinem Baldorfisch. Ich hoffe, er weiß, dass es ein Wasser-Pokémon und eigentlich schwimmt. Das ist jetzt nicht unbedingt für Freiluft geeignet. Soweit ich weiß. Aber, ne, wer bin ich? Geht mich auch nichts an. Hier haben wir den nächsten. In diesem Ort leben einfach nur Tierquäler. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Wo ist denn hier? Hier muss auch mal irgendwo ein Pokémon-Center sein. Nicht, dass ich es gerade nötig hätte, aber aus Prinzip. Na gut, wir machen Arena-Herausforderung. Wir müssen erstmal gegen seinen Assistenten kämpfen. Das weiß ich noch. Oh, mein lieber Scholli, sie ist weg. Meine Geldbörse ist weg. Also wird mir das Angebot des Tages sicher vor der Nase weggeschnappt. Mann. Chef, beruhigen Sie sich. Ich mache mich sofort auf die Suche. Was gibt's? Falls du was vom Chef Combo willst, der ist gerade beschäftigt. Als sein bester Lehrling kann ich nicht zulassen, dass er gestört wird. Egal, wer nach ihm fragt. Oder willst du einfach behaupten, dass sein Anliegen wichtig genug ist, um uns damit zu belästigen? Ja, doch, eigentlich schon. Was für ein störrisches Kind. Na schön, dann hol ich mir eben etwas Kleingeld von dir. Kleingeld? Digga, ich bin reich. So, welches Level haben eure Pokémon? Bitte unter 30, dann habe ich wenigstens eine Chance.
sonst wird es echt schwer. Okay. Ich habe tatsächlich eine Chance. Sonst wird es schwer werden. Aber so ist natürlich nicht schlecht. Dann können wir eigentlich den Arena-Leiter doch machen. Ich glaube, den kriegen wir hin. Der ist nicht mehr so schlimm. Wir sind, denke ich, weit genug. Oh, süß, das habe ich auch. Ich wollte es bloß sagen. Okay, die ist sehr effektiv und trotzdem bloß 12 Punkte. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Easy. Und ich bin auch wieder fast full heal. Perfekt. So, Hundusa, entwickelst du dich eigentlich langsam mal? Oder brauche ich dann einen Feuerstein? Nee, Hundusa entwickelt sich einfach so, oder? Weiß ich gerade nicht. Wie konnte das passieren? Jetzt bin ich auch noch mein Notgroschen los. Oh, Menschenskinder. Was hat denn der Krach hier zu bedeuten? Chef Kombu, dieses Kind hier. Ein Kunde für diesen mittellosen Mann, der seine Geldbörse verloren hat? Was gibt's denn? Na, ihre Geldbörse. Depp. Na, sowas. Ist das einfach meine Geldbörse? Ja, ich habe sie ihnen geklaut, leer gemacht und dann wiedergegeben, damit ich jetzt auch noch Finderlohn bekomme. Ich bin ja nicht dumm. Was meinst du? Jemand vom Empfang der Arena hat dich gebeten, sie mir zu bringen? Du bist meine Rettung. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist. Tut mir leid, dass dir mein Lehrling eben so an den Kran gegangen ist. Ist er ja nicht. Weißt du, Puerto Marinedo ist berühmt für seine Auktion und dieses Mal wird etwas versteigert, das ich unbedingt in die Finger bekommen will. Deswegen waren wir beide etwas angespannt. Nur zu, kommen Sie näher. Das hier ist unser letztes Angebot für heute. Unser heutiges Highlight ist das legendäre Seegras aus der Höhenregion. Na, wer bietet zuerst? Mein lieber Scholli, ich brauche es nur anzusehen, um zu erkennen, dass dieses Seegras voller Nervenstoffe steckt. Dieser blendende Glanz, der von ihm ausgeht, auch wenn es Licht reflektiert. Es strotzt nur so vor Frische und erst dieser aromatische Küstenduft. Ich muss es einfach haben. Hey du, wenn du dich an der Garafosa Arena versuchen willst, ist Finesse sehr wichtig. Und das ist die perfekte Gelegenheit, dich darin zu üben. Geh und ersteigere diese Zutat für mich. Bei einer Auktion liefert man sich quasi einen Wettkampf mit den anderen Gästen, um ein Produkt zu erstehen. Wer sein Geld am besten im Blick hat und das höchste Gebot äußert, kann sich das Objekt der Begierde angeln. Hier, mit diesem Geld solltest du für den Kampf gerüstet sein. Stell dich schlau an und ersteigere das Seegras für mich. Volle Kraft voraus. Okay. Alter, 50.000. Ich gebe 5. Also nicht mal 1.000, sondern wirklich nur 5 und behalte den Rest. Ersteigere die Ware bei der Auktion. Okay. So, Start bei 10.000. Mache ich mit. 15.000. 25.000. Ich würde einmal abwarten. Der bereut das jetzt schon. Und wir haben ein Gebot von 25.000. Bietet jemand mehr als 25.000? Niemand. Ich mache noch 30. Hey, jetzt geht der doch noch auf. Ich habe doch gerade gewartet. Warum geht der doch auf? Ah, cool. 5.000 gespart. Krass.